Naturagar-Treff. Zentrales Thema ist derzeit die Hausmesse am nächsten Samstag. Solche Großveranstaltungen erfordern viel Vorbereitung im Hintergrund. Derzeit werden die Messestände montiert. Im Außenbereich laufen letzte Arbeiten an den Baustellen. Gärtner pflanzen parallel zur Tulpen- und Narzissenblüte zahlreiche andere Frühlingsblüher. Am Samstag, den 29. März, ist es dann wieder soweit. Dann können die Messebesucher an den Ständen mit den Naturagar-Beratern sprechen, sich Modelle und zahlreiche Produkte ansehen. Auch die Gärtnerei hat dann geöffnet. Für viele Artikel gibt es auch einen Messerabatt. Tempelteich. Diese Baustelle irritiert unsere Besucher derzeit am meisten. Die linke Seite wirkt wie eine Tempelruine aus dem alten Ägypten. Auf der rechten Seite scheint sogar ein Teil des Daches eingebrochen zu sein. Und genau dieser Eindruck ist auch gewollt. Unter dem scheinbar zusammengebrochenen Dach befindet sich ein Beobachtungsraum für eine weitere Teichanlage. Dort wird man auch Taucher sehen können, die hier für ein Schnuppertauchen vorbereitet werden oder für ihren Tauchschein üben. Der restliche Tempel wirkt so, als wäre er von einer Steinlawine verschüttet worden. Das wird ein Veranstaltungsort mit ganz besonderem Ambiente. Zum Vorschein kommen jetzt auch Beschriftungen, die in Kunststoffplatten gefräst und mit einbetoniert wurden. Im Ergebnis wird es einen weiteren spektakulären Veranstaltungsort in direkter Nachbarschaft der großen Palmenhalle geben. Sedimentkontrolle im Unterwasserpark. Die Entfernung der über mehrere Jahre stark angewachsenen Schlammschicht macht gute Fortschritte. Für Tiefwasserzonen haben wir inzwischen einen weiteren Prototyp einer mobilen Absauganlage gebaut. Damit konnten wir den Wirkungsgrad früherer Versionen um ein Vielfaches verbessern. Zwei neue Teichvideos habe ich für Sie. Diesmal geht es um das Ausmessen und das Verlegen von Teichfolie. Ich möchte Ihnen das zeigen am Beispiel unserer neuen Pflanzenkläranlage. 778 Quadratmeter Teichfolie haben wir dort gemessen. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Und wir haben sie verlegt. Nach einer Minute war das meiste drin. Nach 18 Minuten war alles erledigt. Schauen Sie doch mal rein. Krötenwanderung. Das warme Frühjahr hat zu einer extrem starken Wanderung von Erdkröten, Fröschen und Molchen geführt, viel stärker als in früheren Jahren. Zu Spitzenzeiten saßen die Tiere im Abstand weniger Meter auf den Wegen und Beeten, um zu den Parkteichen zu wandern. Diese urtümlichen Lebewesen suchen die Teiche nur noch zur Eiablage auf. Die restliche Zeit leben sie im Park, wobei ihnen die vielen Mauern ideale Verstecke bieten. Auch aus diesem Grunde ist unser Park der beste Amphibienlaichplatz in weitem Umkreis.